interessant in meinem Telefon. Und dann nehmen wir uns mal so ein Mikrofon. So, wir müssen jetzt hier auch mal kommentieren, hier auflaufen. Tja, dann sieht man heute ein Phänomen hier am Spielfeld ran, nämlich ein Schiedsrichterbeobachter, der schaut sich die Partie hier in der Kreisliga ganz genau an, nachdem man vom vergangenen Freitag Protest einlegte aufgrund der zahlreichen Schiedsrichterfehlentscheidung gegen den SV Post und natürlich den ganzen Vorfällen in dieser Saison gegen oder ausgeführt von der SG Dynamo hat man sich entschieden, vom Schiedsrichterausschuss einfach mal so ein Spiel zu beobachten, um nicht immer nur die dritte Meinung zu hören, sondern das direkt mal vor Ort mitzuerleben. So, da lässt er sich natürlich zu viel Zeit, der stark im Aufbau, sieht aber noch den gut postierten Tommy Waag, der drischt den Ball einfach natürlich mal nach oben. Das wird gefährlich bei der tiefstehenden Sonne. Doch fehlt natürlich jetzt vorne drin ein etatmäßiger Stürmer, der jetzt hier bei der SG Dynamo auf dem Weg zum Führungstreffer ist. Daniel Schmidt, der lange Ball vom Dynamo-Schlussmann, unterschätzt von André Mathé. Tommy Waag kommt dann nicht mehr an den Ball und Daniel Schmidt mit dem Lupfer über Marcel Lippmann. Aus dem Nichts die Führung der Gäste von Dynamo Schwerin 2. Und dann pfeift der Schiedsrichter hier nicht abseits. Also ich sitze genau auf der Höhe. Der steht mindestens 2 Meter im Abseits. Und Rieseneinsatz von Jörg Reisenauer, wie er sich den Ball noch holt. Der Ball kommt aber direkt vor die Füße von einem Dynamo-Spieler, der schießt immer an den Pfosten, den Abpraller kriegt, wie der Daniel Schmidt. Abseitsfrage bleibt erstmal ungeklärt. Wirf lieber da hier, ne? Wirf. Gelbe Karte da für die SG Dynamo, Jan Schulz. Und es ist die zweite. Es gibt die gelb-rote Karte für die SG Dynamo Schwerin, aber wer war's? Ungeklärte Szene hier. Postet auf alle Fälle Freistoß. Und nach der gelben hat er die rote gezeigt. Hat rot gezeigt, ja. Und es ist, wie vermutet, der Kapitän Jan Schulz, der die gelb-rote Karte gesehen hat. Das ist natürlich jetzt dann die Chance für die Heimmannschaft Post Schwerin. 48. Spielminute. Da sind noch 42 Minuten zu gehen in Überzahl für Post. Und das kann jetzt nur die Chance für Post Schwerin sein. Dynamo muss natürlich jetzt dann versuchen, mit 10 Mann das Spiel über die Bühne zu bringen, den Vorsprung zu verwalten. Aber sobald natürlich hier ein Treffer fällt für die Hausherrin,
wird das wieder eine ganz heiße Kiste und das nicht nur wegen der starken Sonne. Reisenauer bringt die Flanke rein. Und der ist zu lang. Und der Schiedsrichter entscheidet auf den Eckball. Und der Lattentreffer. Die Latte verhindert den Anschlusstreffer für den SV Post Schwerin. Dann der Ball auf Mate von Jonas Scheid. Aber das zu wenig. Aber es gibt den Einwurf. Für Post Schwerin. Sauer. Das ist nicht Sauer angenommen, den Ball. Gut, noch eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt mal Sauer, völlig frei. Die Flanke. Mohr. Und am langen Pfosten steht Stefan Lippmann. Und der Ball ist drinne. Herzlichen Glückwunsch, sage ich nur. 2:2. Schönes Eigentor der SG Dynamo Schwerin. Die haben ihr Gästegeschenk also mitgebracht. Schön ausgespielt jetzt hier, Westphal. Er steht hier vorne noch, es war kein Abseits, er steht hier vorne noch. Und den klärt der eingewechselte Diva eiskalt zum Einwurf. Nur dass es ein Torschuss werden sollte. Damit Einwurf für Post Schwerin an der eigenen Eckfahne. Und den spielen sie wieder zu unsauber, aber dann steht Reisenauer da. Und dann der Dauerläufer, Thomas Wag. Herrlicher Pass in den Lauf von Misov. Und der legt ihn quer auf Westphal. Und dann steht das hier 3:2. Dann steht das hier 3:2 für den SV Post Schwerin. Torschütze der Dauerläufer. René Westphal. Aber wie lässig schiebt Helge Misov den dann bitte noch quer